Herzensgrüezi aus Appenzellerland, ich bin Denise Antoinette Sonderegger und ich verrate dir auch heute wieder, was die Energien von Sonne, Mond und Planeten die kommende Woche alles bereithalten für uns. Zuerst mal, Saturn geht ja jetzt wieder seine geordneten Bahnen. Bis du das merkst, dauert es immer so ein bisschen. Es kann sein, dass du dich jetzt befreit fühlst oder vielleicht bist du belastet. Beides ist möglich, weil wir sind unterschiedlich, wir Menschen, und das ist gut so. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass alle Menschen gleich reagieren. Es gibt auch Menschen, die haben überhaupt nichts gespürt. Und es gibt kein richtig oder falsch. Diese Woche, nachdem jetzt Saturn geordnete Bahnen geht und das möglicherweise zu einer, wie erwähnt, Entlastung führen kann, kommt jetzt etwas Schönes, nämlich am 8. kommt die Venus in die Waage. Und das ist eines ihrer zwei Geburtshäuser. Sie wohnt ja entsprechend, wie sich das für eine Venus gehört, im zweiten Haus mit Stier und eben auch im siebten Haus mit der Waage. Und jetzt, immer dort, wo die Venus ist, ist auch das Schöne, das Ästhetische, das ja auch eine Form von Reichtum und Wohlgefühl. Und ich bitte dich, diese Woche mal so ein bisschen diese Schönheit zu zelebrieren, weil wir die letzten Monate doch die eine oder andere kleinere, vielleicht auch größere Herausforderung bewältigt haben. Und ich finde, es ist jetzt ein guter Zeitpunkt, dass uns da die Venus wieder die schönen Seiten des Lebens zeigt. Überlege dir, was dir gerade fehlt bezüglich Schönheit. Das kann ja auch sein, dass du dein Arbeitsreich umstellst oder irgendwas machst, um es dir noch schöner zu gestalten. Oder dass du vielleicht jetzt, wo so ein bisschen diese kühle, kalte Jahreszeit im Anmarsch ist, dass du dir vielleicht eine schöne Kuscheldecke kaufst, eine Kerze, was auch immer. Etwas, was dir gut tut und was diese Venus in der Waage eben unterstützt. Dann am 10. geht Merkur ins Feuer, nämlich zu Jupiter, respektive in den Schützen. Jetzt hatten wir den Merkur im Wasser, im Skorpion, und das kann eine Zeit sein, die dich, ich sage jetzt mal, beschäftigt hat, wo du tief gegangen bist auf Tauchstation und nicht unbedingt sichtbar warst für deine Kunden, für deine Community. Und jetzt kommt das Feuer. Und es kann sein, dass du das gerade merkst und das Gefühl hast und auch die Lust entwickelst oder verspürst, eben zum Rauszugehen, dich zu zeigen, deine Botschaft zu zeigen. Und immer, wenn es eben Schütze, Jupiter ist, dann geht es einfach groß. Da kannst du bereits jetzt anfangen, über deine Vision 2024 oder generell deine Vision eben zu reden und das mit deiner Community zu teilen. Es ist ein hervorragender Zeitpunkt. Und du merkst, wir haben auf der einen Seite Waage im Luftzeichen von, Entschuldigung, Venus, jetzt ist es richtig, Venus im Luftzeichen von Waage und auf der anderen Seite dieses Feuer von Merkur im Schützen drin. Also das sind zwei sehr interessante Kombinationen, die du nutzen kannst, auch ein bisschen eben, um es dir leicht zu machen, diese Venus in der Waage und eben, um auch ein bisschen wieder so Antrieb zu bekommen, was vielleicht in der letzten Zeit ein bisschen gefehlt hat. Denn auch die Venus kommt ja von einem Erdzeichen her und das ist nicht unbedingt eine dynamische Zeit, sondern eher eine Zeit, um ein Fundament zu bauen. Und jetzt in der Waage geht es ums Schöne und eben im Merkur und im Schützen geht es um das, was kommen kann 2024. Geh raus, erobere dir deine Welt. Und die geistige Welt hat auch noch eine Botschaft an dich, und zwar, sie möchte dich erinnern, dass du eben immer und immer wieder dir bewusst bist, dass du
gut verbunden sein solltest mit der Erde, gut verwurzelt sein. Und natürlich kannst du nach oben verbunden sein. Das hilft auf jeden Fall. Wichtig im Moment ist es, dass du eben sehr gut angebunden bist an die Erde, weil was auch immer da draußen passiert, das hilft uns. Und dann gehe ich noch einen Schritt weiter und sage, ja, und wenn wir in solchen Zeiten, die sehr unruhig sind, uns eben auch überlegen, was uns verbindet, zum Beispiel mit der Geistenwelt, dann ist es so, dass wir oft in einem Urvertrauen drin sind und also, was auch immer kommt im Außen, haben wir diese innere Ruhe oder Gewissheit, dass wir da durchgehen, dass es vielleicht keine leichte Zeit ist, aber dass wir eben dadurch, dass wir verbunden sind, und das ist so, das kannst du dir vorstellen wie ein Sicherheitsnetz oder wie wenn du beim Klettern eben an einem Seil gesichert bist, also sicher bist. Und da sagt die geistige Welt, ich soll dich daran erinnern, was ich von Herzen gerne mache. Es ist etwas im Prinzip ja fast Banales. Das kann so sein, nur gerade in der aktuellen Zeit kann uns das eben helfen. Und ich weiß, dass ganz, ganz viele Menschen gerne meditieren. Das ist sehr, ich sage jetzt von den Elementen her, sehr Luft, Energie. Und das ist eben auch immer wieder wichtig, dass wir die Energie auf den Boden holen. Und da eben der Tipp der Geistenwelt. Und da kannst du dir es wirklich einfach machen, indem du immer wieder wirklich ganz bewusst auf den Boden stehst und deine Füße so richtig in den Boden reindrückst. Natürlich, am besten wäre es, in die Wiese rauszugehen und auf die Erde zu stehen. Nur im Moment bei den Temperaturen und den Stürmen, die wir in den letzten Tagen hatten, werde ich das jetzt nicht machen. Wobei ich bekennende Barfußläuferin bin, eben auch, weil ich eben mich ganz bewusst immer wieder mit allem verbinde, eben auch mit Mutter Erde. Ich hoffe, das hilft dir. Ich wünsche dir, dass du eine schöne Woche hast, dass du etwas für dich Schönes findest. Das muss nicht teuer sein, darf aber auf jeden Fall. Das gehört auch Venus eben in der Waage. Da geht's auch, da darf es gerne auch ein bisschen mehr kosten. Das ist völlig in Ordnung. Und das wirklich schamlos zu genießen. Und ich finde, dass wir das viel, 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 viel zu wenig machen. Also, und dann eben Merkur ins Feuer und dann geht die Post ab. Ich hoffe, du fühlst dich inspiriert und auch vielleicht, wenn es nicht ganz so leicht ging in der letzten Zeit, wieder so ein bisschen entlastet und locker. Das ist die Energie, die ich dir schicke und sie kommt wie immer von meiner Seele, von meinem Herzen und natürlich ein Tschüss, mach's gut.